Herzlich willkommen bei den Astra Challenges von Opel. Unsere Spieler werden sich gleich messen. Es gibt zwei Disziplinen. Zum einen müssen sie mit diesem wunderschönen Astra nur mit Hilfe der Rückfahrkamera gegen den Ball fahren und diesen natürlich im Tor versenken. Drei Versuche haben die Spieler und für jedes Tor gibt es 3 Sekunden Zeitgutschrift für Disziplin 2. Jetzt geht es darum, mit Hilfe des automatischen Parkassistenten möglichst schnell einzuparken. Vorher muss allerdings noch ein Slalomparcours bewältigt werden. Auf geht's! Als erstes Roman Bürki, der Erfahrene zuerst. Das sieht eher nach einem Schneckentempo aus. Aber ganz cool, haut er den Ball, geht er rein, er geht rein. Der geschickt lenkt er das Auto nach hinten. Wird er auch diesmal den Ball treffen? Wird er ihn treffen? Ja, er wird ihn treffen, aber der Ball geht meilenweit neben das Tor. Ja, du stehst so lange, wo steht der denn, Mann? Bisschen Feuer, Roman, auf geht's. So, ist gut, ich bin auch weg. Roman. Das war das Tor. Nein. Ich soll richtig schnell fahren und dann... Ich will raus. Weg. Matthias Ginter zum Ersten und da gibt er Gas. Findet er den Ball? Findet er... Ja, sogar ABS im Rückwärtsgang. Auch drinnen. Auf geht's. Und jetzt ein bisschen mit Tempo. Jawohl! Die Opel-Bande ist komplett demoliert. Opel ist weg. Wie war das beim Aufschlag? Ich habe mich sehr sicher gefühlt in meinem Opel. Ich hatte nie Bedenken. Also. Perfekt, jetzt geht's weiter. Auf zum zweiten Parcours. Matthias Ginter, jetzt im Slalom-Parcours. Viel Glück. Hände weg vom Lenkrad. Zurück, zurück. Alter, das ist gut. Also, Matze Ginter momentan auf Platz 1. Über die anderen Ergebnisse sprechen wir später.